Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zock. So, wir haben einen neuen Flughafen, wir haben eine neue Bushaltestelle. Jetzt müssen wir noch einen Gegenflughafen machen sozusagen. Einmal quer rüber diagonal. Jetzt werden wir aber zuerst noch zwei, drei Sachen machen müssen, welche in den Kommentaren zu finden waren. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja genau, der ICE5, der fährt allen Ernstes nur 250 km/h hieß es. Das heißt, ja, der bremst uns die ganze ICE-TGW-Strecke, die hier quer rüber führt, aus. Das ist aber nicht hier. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir die haben. Die geht eigentlich hier rein. Hier einmal chrom rum. Ich bräuchte mal das Teil hier. Einmal den. Und dann sehen wir das hier. Da haben wir zwei TGWs, genau diesen ICE und diesen ICE. Welcher ist denn jetzt der 5er? Stadler Ciruno? Aha, Details. 250 km/h. Warum heißt er hier Stadler Ciruno und wenn man ihn kauft, heißt er eigentlich ICE5? Na, ist ja egal. Auf alle Fälle, er ist zu langsam. Der muss tatsächlich... Wo ist denn der? Hallo? Moment. Der muss tatsächlich zurück ins Depot. Da ist er doch. Mal gucken, ob wir das gleich mal schaffen. Das habe ich befürchtet. Dann gehen wir mal gucken, wo der ist. Lassen mal laufen. Nehmen die Linien weg, denn sonst haben wir hier überhaupt keine Performance mehr. So. Wo sind wir denn? Ah, okay, ja, jetzt haben wir noch einen Lag. Aha, okay, wie kriegen wir dich denn jetzt hier in ein Depot rein? Ich glaube, wir bauen da am Bett. Ne, da haben wir doch eins. Moment, führt die Strecke nicht hier durch? Pause. Moment. Ach, der fährt nach hier hinten. Okay, und hier ist dann kein Depot. Das könnte man ändern. Guck mal, hier steht doch ein Depot. Machen wir gleich mal. Hier einmal eine Weiche. Und schon, zack. Kann der Kollege ins Depot reindüsen. Wir machen das nochmal und schon sieht man, das funktioniert. Und ich würde jetzt aber sagen, den ersetzen wir jetzt tatsächlich nicht. Diese Strecke, die macht einfach keinen Gewinn. Ich sehe es kaum. Wir werden hier wieder massiv Geld verlieren. Wir lassen das mal bei diesen drei Zügen, die wir da haben. Beobachten die Strecke und entscheiden dann, ob wir halt vielleicht doch wieder noch einen dazu nehmen oder nicht. Jetzt haben wir einen weniger, der kostet uns wahrscheinlich gleich mal 10-15 Millionen weniger. Also die Strecke kostet uns 10-15 Millionen weniger. Ich würde das gerne mal so belassen. Ich weiß schon, wenn wir weniger Züge haben, der Takt ist dann natürlich höher. Das ist auch nicht direkt zielführend. Aber ja, wenn wir jetzt hier dermaßen Verlust machen, bis die Linie anläuft, das kann es halt irgendwie auch nicht sein. So, tut mir ein bisschen im Herzen weh, was wir hier machen. Aber tja, tschüss IC5. Du bist schlicht und einfach zu langsam für unsere Ansprüche auf dieser Strecke. Zack, ist er weg. Gab nochmal 22 Millionen. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Und sonst trenne ich mich jetzt fast ungern hier von dieser Gegend, denn hier fahren so viele schöne Züge. Das ist eigentlich eine Sünde, wenn man hier einfach wieder abrauscht. Aber was sollen wir tun? Wir haben noch was im Ofen. Sozusagen, nämlich im Unzenberg. Machen wir nochmal Pause. Dann suchen wir hier das Städtchen, Moment, das war hier, Unzenberg, Städtchen, Unzenberg, hier mal umdrehen das Ganze, so, und dann düsen wir mal dahin, und jetzt schauen wir mal, was wir hier genau haben, nämlich Folgendes, wir machen hier zu, beim Umlegen der Linien in Unzenberg hat, so wie es aussieht, die Linie Schönbach-Unzenberg Express keine Möglichkeit mehr, zweigleisig aus dem Bahnhof zu fahren. Denke, dass die jetzt komplett eingleisig verläuft. Schauen wir uns mal an. Wir rufen mal die Linien auf. So, wie heißt die Strecke, die Linie? Schönbach-Unzenberg Express. Schönbach-Unzenberg Express, das wäre die hier. Die macht Folgendes, die geht hier rein. Hier ist ein Kopfbahnhof, weiter geht sie nicht. Dann geht sie hier raus. Hier nach vorne und wird dann hier zweigleisig. Also die ist zweigleisig, da ist schon mal kein Problem. Und dass die jetzt hier eingleisig die paar Meter fährt, da sehe ich eigentlich kein großes Problem. Das wollten wir, glaube ich, sogar so, damit die hier den nicht in die Quere kommen. So können die halbwegs fahren. Also das hat schon seine Richtigkeit. Aber da trotzdem natürlich danke für den Hinweis, denn das hätte gut sein können, dass hier ein Problem entsteht, weil wir haben die Bahnsteige gewechselt von hier nach hier. Je nachdem hätte das tatsächlich ein Problem geben können. Das war aber vorher auch so. Wenn diese grüne Linie vorher hier war, konnte es ja nicht auch nichts anderes machen, als hier eingleisig hier langdüsen, weil wir haben hier keine Weiche. Gut, aber wie gesagt, danke natürlich trotzdem. wir sind oh Gott, Herr Heisenberg. Jetzt dachte ich gerade, cool, die haben hier auch die gleichen Züge. Nein,
Ich habe auf Unzenberg geklickt und wir sind nach Unzenberg gegangen. Okay, jetzt habe ich es auch gemerkt. Heiliges bisschen. Gut, das nächste, was wir hatten. Lebensmittel Berglon hat 40 Minuten Takt. Ja, das stand x-mal. Eigentlich reicht es, wenn er das einmal schreibt. Ihr müsst das auch nicht unter alle Spiele oder alle Videos schreiben. Ich sehe das schon, nur ich kann halt nicht mehr auf alles antworten. Sonst bin ich nur noch am Antworten und komme nicht mehr zum Aufnehmen. Ich weiß auch, wo das ungefähr ist. Das ist nämlich hier oben. Und da haben wir gesagt, wir wollen erstmal hier die Lebensmittelproduktion ankurbeln, bevor wir hier weitere Züge installieren. Wo haben wir hier den Kollegen aus Berglon? Lebensmittel Berglon, das wäre hier. Da haben wir aber zwei Züge. Moment. Nochmal gucken. Lebensmittel Berglon hat 40 Minuten Takt. Nein. Da haben wir zwei Züge. 14 Minuten hat der. Das ist zwar relativ lang, aber ich würde das so lassen, weil wenn wir hier gucken, es ist nicht so, dass wir hier eine Überkapazität hätten, die wir dann nicht abtransportieren, sondern das ist so eigentlich ganz in Ordnung. Es geht ja nicht um den Takt bei Transportfieber, das war mal bei Trainfieber so, aber einen bestimmten Takt wurde einfach nicht mehr transportiert. Das ist hier eigentlich relativ egal. Wir müssen einfach gucken, dass wir die Sachen wegkriegen. Die kriegen wir so weg. So, jetzt haben wir noch was, nämlich vor Brilo hast du noch eine Autobahnausfahrt gemacht und nicht angeschlossen. So, wir sind nicht in Brilo. Das heißt, ich kann hier nochmal auf die Städte gehen. Brilo. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich krieg's nicht zu fassen. So, jetzt Brilo, Autobahn. Tatsächlich, ich sehe es schon. Aha, hier. Wo sind wir denn genau? Ich brauche mal eine geografische Einschätzung des Ganzen. Jetzt haben wir wieder ein Lag. Dauert ein Momentchen. Aha, hier beim gebogenen, genau, hier unten, ja. Da haben wir tatsächlich den Anschluss noch nicht gemacht. Danke für diesen Hinweis. Mache ich natürlich gerne, denn so ist das noch nicht fertig. Oh, guck mal, was wir hier noch haben. Eine neue Mod. Also nee, die ist nicht neu, aber ich habe sie erst gerade entdeckt. Ich bin begeistert. Aber ja. Werden wir jetzt noch nicht benutzen. Wobei, das ist auch noch interessant. Warum haben wir das jetzt hier? Das ist ja komisch. Denn da gibt es einen separaten Reiter hier bei den Mods für die Unterführung. Oder ist das was anderes? Diese Straße wird in der Unterführung. Wenn vier Spuren ausgewählt werden. Wenn zwei Spuren ausgewählt werden. Ah, okay. Dann sind das spezielle Straßen für die Unterführung. Dann hat er deswegen das hier noch hingemacht. Okay, alles klar. Wir bräuchten eine Straße. Darf eigentlich gerne eine Innerortsstraße sein. Zum Beispiel einmal so und einmal so. Das ist natürlich jetzt kein großes Ding, was wir hier machen. Aber der Punkt ist, die Autobahn macht natürlich nicht viel Sinn, wenn wir hier hindüsen und keine Ausfahrt haben. Dann hätten wir nicht hier ein Kreuz machen müssen. Deswegen vielen Dank. Bestens, dann kommen die nämlich jetzt hier auch ins Städtchen rein. Gut, dann hätten wir das. Jetzt gehen wir mal quer rüber. Jetzt machen wir den anderen Flughafen. War das hier? Jawohl, das war hier. Dann können wir hier rauf. Einmal diesen hier. Quer rüber und mal gucken hier oben. Wo haben wir hier ein Plätzchen? Aha, das würde nach Norddeich führen eigentlich. Haben wir hier in der Nähe irgendwo einen Flughafen? Ja, in Heisenberg City. Ist das wirklich quer rüber? Ich kann es fast nicht glauben. Ich mach's mal nochmal. Nochmal Kontrolle. Doch, doch, das ist theoretisch. Also was heißt theoretisch? Das ist auch praktisch. Tatsächlich einmal quer über die Map rüber. Gut, dann machen wir den hier. Wir könnten den natürlich hier hinstellen. Ich möchte den ja nicht wieder spezifisch machen für die Stadt, sondern für die Gegend, weil es so einen riesigen gibt. Mal gucken, das war der hier mit dem Straßenanschluss. Genau. Wir können ja mal gucken hier unten. Also auf die Felder nehmen wir keine Rücksicht mehr. Das Geld haben wir, das können wir uns leisten. Das wäre schon cool hier. Das ist aber dann wieder eher etwas, was ja eigentlich für Norddeich gedacht wäre. Wenn wir hier mal schauen. Kriegen wir den hier überhaupt hin? Das scheint eher schwierig zu werden. Drehen, drehen, drehen. Nee, der passt hier überhaupt nicht hin. Okay, hier hinten auch nicht. Wisst ihr was, wir machen den hier hin. Wenn wir schon eine Stelle haben, wo es gut funktioniert, wir machen trotzdem natürlich eine Busverbindung nach Kolka, so wie wir das geplant haben. Oder sollen wir ihn sogar ein bisschen hier hinten hin? Oder hier? Aber es wird dann immer weniger ein Flughafen für die Gegend. Es wird dann immer mehr ein Flughafen für Norddeich. Das gefällt mir an der Sache nicht so. Ich möchte ja eben primär die Flughäfen auch verbinden mit den anderen Städten. Wir machen ihn hier hin, hier vorne. Wir drehen den nochmal. Wir können das ja so machen, dass die Straße hier nach hinten guckt.
So, und irgendwie, dass das Ganze möglichst parallel hier zur Eisenbahn ist. Mal drehen. Nochmal drehen, dann ein bisschen sanfter drehen. Hier würde er hinpassen. Ja, das wäre doch relativ nett mit diesem Feldweg, den wir da noch haben. Halbwegs parallel ist es. Ich würde sagen, zack, gekauft. Hat auch nur 3,8 Millionen gekostet. Hier hinten waren wir irgendwo bei 8 Millionen. Da haben wir sogar noch ein bisschen was gespart. Gut, Straße, Straße, Straße. Ich würde jetzt nicht unbedingt in den Feldweg rein, sondern wir machen das anders. Machen wir ohne Tramgleis, denn wir haben gesagt, jetzt machen wir Busse. Straßenbahn haben wir auf der anderen Seite gemacht. So, hier runter, hier rein. Wir können hier noch eine schöne Abkürzung ziehen. So, dann haben wir ja schon wieder einen neuen Bereich. Jetzt haben wir hier natürlich noch weitere Straßen. Wo gehen wir mit der hin? Hier unten ist eher ein bisschen schwierig. Da ist eine Autobahn, da sind Gleise. Erst müssen wir über die Gleise rüber und dann in die Autobahn rein gehe ich nicht, ohne dass wir ein Kreuz haben. Deswegen lassen wir das. Wir haben aber tatsächlich keine Straße sonst. Wir könnten höchstens, sollen wir hier eine Brücke rüber machen? Mal gucken. Also es würde von der Schiffbarkeit her funktionieren, aber finde ich das jetzt optisch nett? Hat natürlich schon ein bisschen was. Hier nochmal unter einer Brücke durch mit Autobahn und Schiene. So schlecht finde ich es dann irgendwie doch nicht. Wenn wir das vielleicht ein bisschen noch hier hinstellen. Irgendwo war eine Stelle, da waren auch diese gelben Sachen weg. Ja, nee, zu weit strecken darf sich nicht, sonst macht er zu viele Pfeiler, dann kommen wir da nicht mehr lang. Aber wir müssen hier mit dem Schiff eigentlich gar nicht lang. Wenn man sich das genau ansieht, wir haben hier ja den Damm. Und hier unten haben wir keinen Hafen. Das heißt, wir könnten die Brücke tatsächlich auch so machen, dass man hier halt nicht durchkommt. Das müssen wir aber nicht unbedingt zwingend so machen. Kriegen wir sie vielleicht irgendwie gerader hin? Lasst uns das mal testen. Ich finde das relativ cool mit einer Brücke hier. Und dann ist das nämlich dann einfach der Weg, der uns da in die andere Stadt da hinten führt. So, ein bisschen runter dürfen wir noch. Oder wir machen das ein bisschen länger. Nämlich so. Okay, Straße passt. Jetzt mal gucken, wenn wir jetzt so rüberdüsen. Natürlich ohne, dass wir Steigung haben. Denn das sieht dann doch eher komisch aus. Aber so, das sieht doch relativ cool aus. Jetzt noch mit der anderen Brücke. Jawohl, genau so muss das aussehen. Das gefällt mir, das kaufe ich. Das würde ich sogar nehmen, wenn wir es gar nicht brauchen würden. Einfach, weil es cool ist. Okay, jetzt hier zurück. Warum nicht in die Straße rein? Ja, kann man machen. Und dann düsen wir da lang mit den Bussen. Und mal gucken, wo wir dann hingehen. Also das wäre soweit schon mal richtig. Jetzt müssen wir es natürlich noch entsprechend anschließen. Da rein, aber lieber gerade. Moment. Machen wir mal so. Dann können wir es drehen und bestens. Und jetzt haben wir hier nochmal eine Straße. Wo gehen wir mit dir hin? Wir müssen das auch irgendwie noch verbinden, denn ich weiß, hier drauf können wir keine Tramschienen machen. Ich weiß aber nicht, ob die Autos, also die, unsere Busse, das benutzen. Ich glaube, es geht nur darum, dass man hier überhaupt die Straße anschließen kann. Die ist aber nicht benutzbar. Wir werden sehen, wenn wir die Linie machen. Ja, mit dir irgendwie hier lang bringt gar nichts. Und hier oben? Nee, da haben wir keine Straße. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal gerade raus. Und dann hier rüber. So, quer durch die Felder durch, damit es auch ordentlich ein bisschen Geld kostet. Oder wir machen hier das Ganze so, dass wir hier eine Kreuzung haben. Eine fette. Okay, da hätte man bald einen Kreisel installieren können, aber wir haben hier keinen Verkehr. Und wahrscheinlich auch später nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass die noch hier hinbauen. Okay, dann hätten wir hier Flughafen, Straßen und Co. Jetzt brauchen wir was, wo die Busse starten können. Und gerne was Größeres. Zum Beispiel diese eine Busstation, die wir gebaut haben, die mussten wir wieder abreißen, weil es eben nur für Busse war und nicht für Straßenbahn. Wenn ich jetzt noch wüsste, welche das war. Irgendeine, die halt angeschrieben ist, nur als Busstation. Hier, Busbahnhof mit 10 Steigen. Brauchen wir hier natürlich nicht. Wir haben nur eine Linie, aber wir sind hier an einem Flughafen. Das soll auch ein bisschen nach was aussehen. So, und du passt sogar perfekt hier dazwischen. Das ist ja ganz genial. Oder hier vorne. Wäre auch schön, wenn man das mal hier hin. So, gleich noch mit Straßenanschluss. Deswegen müssen wir hier mal ein bisschen Platz lassen. Zack, Straße und dann mal gucken, ob wir überhaupt Zugang haben. Irgendwie gefällt mir die Straße nicht. Wir machen hier diese. So, werden wir gleich sehen, ob wir Zugang haben. Ich hoffe es mal stark.
Hier machen wir mal direkt geradeaus. Dann können wir hier nämlich noch ein paar Bäume oder was hinstellen. So, jetzt schnell schauen. Wenn wir dich mal anklicken, sehen wir... Doch, wir haben Zugang zum Flughafen. Das heißt, die beiden gehören zusammen. Gut, hätten wir. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wollen wir denn hin? Hier vorne im Norddeich. Zum Bahnhof zum Beispiel. Hier hätten wir sogar einen sehr schönen Busbahnhof. Das würde ich glatt mal machen. Wir haben hier natürlich relativ viel Verkehr. Das ist klar. Aber das machen wir jetzt mal. Also, dann die eine Linie. Die führt hier vom Kollege Flughafen. Hier rüber und hier unten hin hier rein. Das mache ich jetzt speziell deswegen, weil eben das auch ein schöner Busbahnhof ist. Die Düsen hier quer rüber. Gut, ich gucke gerade... Irgendwie vielleicht noch eine Abkürzung hier rüber. Ne, die können auch außen rum. Das soll ja auch nicht unbedingt eine wirtschaftliche Geschichte sein, sondern halt eben auch was fürs Auge und damit auch die Flughäfen vielleicht ein bisschen wenigstens funktionieren. Und so ein Flughafen ohne Busanschluss oder Tramanschluss, das halt aber irgendwie auch nicht wirklich ideal. Also das wäre dann der Flughafenbus. Flughafenbus von Nord. Deich. Zack, bestens. Wir brauchen noch ein Depot. Da könnten wir doch hier eigentlich wieder mal eine Tankstelle oder so hinstellen. Was haben wir Schönes? Wir nehmen mal die OMV-Tankstelle und gucken, wo passt die am besten hin. Und ich möchte dann ja eben auch noch ein paar Mods installieren, beziehungsweise die Mods haben wir schon installiert, benutzen, die für den Flughafen gemacht sind. Ja, da sieht man, das geht eben nicht, weil diese Straßen nicht befahren werden können. Bin ich fast sicher, dass man hier deswegen den Anschluss nicht hat. Also wir müssen hier noch was machen. Sonst kommen unsere Busse von hier nicht nach hier. Okay, gut, machen wir. Und dich stellen wir mal hier hin, würde ich sagen. Zack, bestens gekauft. Wo geht denn die Linie lang? Ja, eingezeichnet ist sie. Das hatten wir aber vorher bei der Straßenbahn auch, also vorher in der letzten Folge. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie machen. Wir kaufen uns jetzt mal die Busse, Straßenfahrzeug kaufen, Passagier. Nehmen irgendwas, was ein bisschen Kapazität hat und was wir nicht schon x-fach haben. Müsste eigentlich auch noch neue geben hier, wenn ich jetzt mal noch wüsste, welche hier wieder neu sind und welche nicht. Van Hool, den haben wir glaube ich tatsächlich noch nicht. Wir nehmen den mal. 100 km/h, okay. Gleich mal in ordentlicher Ausführung, beziehungsweise in ordentlicher Kapazität. So, jetzt mal schauen. Was macht der Kollege? Wo fährt er lang? So, sieht doch cool aus hier mit dem Flughafen da hinten. Obwohl noch nicht mal Flugzeuge landen. Also der geht zuerst mal Richtung Bushaltestelle Flughafen. Und der fährt geradeaus und den beobachten wir jetzt mal kurz. Aha, das ist ja cool. Guck mal, das sind doch tatsächlich doch Straßen, die man befahren kann. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann steigen wir doch mal kurz ein. So, weil als nächstes gibt es dann die Busse für das andere Städtchen da hinten. Das ist ja eine ganz coole Perspektive, so mit dem Flughafengebäude hier. Und dann kaufen wir natürlich noch Flugzeuge, weil wir haben jetzt zwei neue Flughäfen. Jetzt brauchen wir da auch noch die Flugzeuge dazu. So, kannst du ein bisschen Gas geben? Jetzt hättest du ein Sträßchen, genau, das würde auch ein bisschen Tempo zulassen. Blutsch, einmal noch die Bäume. So, und dann da vorne mal rein. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt tatsächlich bis zum... Ja, lasst uns doch, wir gucken mal. Wir gucken mal, ob wir in die Stadt reinkommen, ohne dass wir irgendwo in einen Stau hängen bleiben. Weil es wäre schon noch relativ nett, nochmal in dieses schöne Bus, in diese schöne Bushaltestelle reinzudüsen. Das würde mir eigentlich schon durchaus gefallen, zumal wir ja wirklich nicht allzu oft mit Bussen fahren. Frech auf der linken Spur. So, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß, dass es da, wenn wir jetzt links fahren würden, da hätte es dann ordentlich Stau. Was macht er? Ich glaube, er fährt links. Genau. Wir fahren aber, glaube ich, noch nicht in den Stau rein. Ich glaube, wir fahren vorher wieder rechts. Also das wäre dann hier. Da sieht man schon den Bahnübergang. Und ich höre einen Zug. Das heißt, oh, guck mal, was ich sehe. Wir haben hier noch einen unbeschrankten Bahnübergang. Wir steigen mal ganz kurz aus. So, machen hier mal ganz kurz Pause. Das ändern wir natürlich noch entsprechend. So, hier ein bisschen düsen nach hier hinten. Wir könnten ja wieder mal so einnehmen, den wir von hier haben. Zum Beispiel diesen fetten.
So, und hier das gleiche wahrscheinlich auch noch. Genau, hier haben wir noch nichts. Da nehmen wir jetzt aber nicht den gleichen Bahnübergang. Da nehmen wir was anderes. Das ist eine ältere Straße. Die haben diese Schranke hier. So, hier wieder einsteigen, beziehungsweise Moment. Wir lassen mal laufen und steigen wieder ein. Und jetzt wirklich halt, jetzt machen wir es davon abhängig, ob wir in den Stau reinkommen oder ob wir halbwegs fahren können. Ob wir diese Strecke noch bis zum Ende hin verfolgen. Oder ob wir dann zum Flugzeug... Ne, Blödsinn, wir kommen nicht zum Flugzeugkauf. Wir müssen nochmal eine Busstrecke machen. Die ist aber schnell gemacht, weil die Straßen sind ja gebaut. So, die DHL blockiert uns noch ein bisschen. Aha, wir gehen hier lang. Oder wir würden gerne hier lang gehen. Und dann hier in diese Querstraße rein. Da vorne sehen wir den schönen Bahnhof. Den Schweriner. Ja, warum nicht? Führt wahrscheinlich am schnellsten oder auf dem schnellsten Weg zur Bushaltestelle. Das ist schon... Hey, ist ein bisschen dieser Bahnhof. Wenn man den dann mal wieder aus dieser Perspektive sieht, der ist schon der Hammer. Die haben sie auch ordentlich gebaut. Hier in Norddeich waren wir eh noch nie groß unterwegs eigentlich. Und da sehen wir tatsächlich den Bahnhof nochmal in voller Pracht. Und jetzt geht es hier links in den Busbahnhof rein. Jawohl. Ist nicht nur ein Busbahnhof, ist auch ein Trambahnhof und hier hat sogar Leute, die da im Café noch irgendwas trinken, bevor sie dann auf den Bus gehen und je nachdem vielleicht eine große Reise antreten, weil sie Richtung Flughafen düsen. Wenn sie diesen Bus nehmen, dann düsen sie Richtung Flughafen. Da fällt mir gerade noch was ein. Halt, wir sind ja jetzt da. Moment, ich brauche schnell die Linie, denn man könnte hier natürlich je nachdem, wo wir... Ne, das macht keinen Sinn. Ich dachte gerade, dass wir noch eine zusätzliche Haltestelle hier irgendwo machen. Aber man sieht, hier haben wir eigentlich in der Nähe schon Haltestellen und hier außen macht es jetzt nicht so massiv viel Sinn, denke ich. Wir machen es trotzdem. Kostet ja eigentlich nichts. Also warum nicht einfach trotzdem machen? Denn ein, zwei Leute werden wir da wahrscheinlich trotzdem aufgabeln können. Person. Und dann gibt es aber was Kleineres hier natürlich. Hier machen wir nicht irgendwie eine Riesen. Das sind übrigens die Unterführungen, die ich angesprochen habe. Eben, die gibt es schon länger. Ich habe sie erst gerade entdeckt und das werden wir uns natürlich in Kürze dann ansehen, sobald wir ja, eine Möglichkeit finden dazu. Wir machen dich mal hier hin. So, und dann hätten wir gerne hier einen Halt. Jetzt muss ich gucken, welches ist der Flughafen? Du heißt Norddeich Haltepunkt. Also vom Haltepunkt ins Zentrum müssten wir hier halten, auf der Seite. Und auf dem Rückweg halten wir hier noch. Das müsste soweit stimmen. Mal gucken, ich würde fast wetten, dass hier dann relativ schnell auch Leute sind, weil wir haben hier doch diesen Teil hier als Einzugsgebiet. Gut, die nächste Linie. Wir wollen noch nach Kolka mit dem Bus. Müssen wir schnell gucken, wo wir hinwollen. Wir düsen natürlich hier rüber, dafür haben wir die Brücke gebaut. Machen wir schnell Pause. So, und dann schauen wir hier unten. Ich würde hier, wenn es irgendwie geht, nicht zu weit rein. Sonst verstopfen wir hier auch wieder alles. Wir haben hier auch Verkehr und so weiter. Zum Bahnhof müssen wir nicht. Hier gleich mal kurz kontrollieren. Halt, die Linie, die möchte ich dann schnell sehen. Mit 350 Leuten. Das kann sein, dass da was nicht stimmt. Ich dachte gerade, sind doch ein bisschen viele Leute dafür, dass der Bahnhof hier ja nicht unbedingt 10.000 Linien hat. Also, wohin? Sollen wir hier hin? Wir gehen hier hin. Also, wir bräuchten noch eine neue Linie. Das wäre dann von hier unten. Zack. Einmal hier rüber und dann hier rein. Da sieht man schon, natürlich wird die Brücke benutzt, anders geht's gar nicht. Können wir hier noch einen zusätzlichen Halt machen? Nee, das würde ich bleiben lassen. Also, dann haben wir hier den Flughafenbus. Flug, genau, Flughafen, Bus, Kolka, zack, gebonkt. Die Linie schauen wir uns gleich noch an. Jetzt brauchen wir aber natürlich noch die Busse, die da lang düsen. Straßenfahrzeug, Passagier. Wir nehmen auch irgendwas, was neuer aussieht natürlich, aber eben, ich könnte nicht beschwören, dass die dann auch tatsächlich neu sind. Hier, den haben wir doch mit Sicherheit auch noch nicht. Hess Scania. Der Ski-Arena Laax passt perfekt nach Norddeich. Wir nehmen den mal. So, und zwar in größerer Menge natürlich auch, weil es einfach eine gewisse Strecke ist.
Und dann haben wir hier den Flughafenbus Kolka. Und können hier auf Play drücken, gehen raus. So, oh, die klingen schon gut. Ja, sehr schön. Schöne Modelle. Aha, du fährst erstmal da rein, okay. Und wir können ja gucken, wir können später natürlich hier noch weitere Buslinien machen, die zum Beispiel auch nach da oben führen und so weiter. Dann kriegen wir hier vielleicht doch noch ein paar Linien rein, denn hier gehen ja 10 Linien rein, Stand. Und jetzt wäre es eigentlich ganz schön, wenn einer von euch schon mal da lang fahren würde. Dann könnte man noch kurz mit einsteigen. Irgendwie wollen sie nicht. Moment, wenn wir dich drehen. Ah, Moment. Doch, das geht. Okay, weil sonst sind die auch alle... Ach, die fahren natürlich dann hier unten lang. Jetzt haben wir den gedreht. Wo fährt er jetzt hin? Aha. Einmal durch die Tanke durch. Auch nicht schlecht. Wir steigen mal ein. Da hinten kommt noch der Ölzug. Okay, jetzt hier lang. Ah, er möchte halt doch hier rein, weil er eben... Ja, weil er hier durchdüst. Gut, dann können wir hier aber wieder aussteigen. Und nehmen den hier. Steigen bei dem noch ein. So, wenn ich auf die Uhr gucke, doch, doch. Das müsste eigentlich noch reichen, dass wir noch Flugzeuge kaufen. Was natürlich dann eher nicht mehr reicht. Oder was heißt natürlich, was wahrscheinlich eher nicht mehr reicht, ist, dass wir mit den Flugzeugen mitfliegen. Aber dann haben wir wieder was Schönes für morgen. Werden wir morgen als erstes gleich mal in die Flugzeuge reinsteigen und mal gucken, wie das so ist hier quer über die Map rüber. Jetzt erstmal über diese große Brücke. Ah, es wäre halt schon zu schön, wenn man die Kamera bewegen könnte. Das fällt mir jedes Mal wieder ein. Denn dieser statische Blick, der ermöglicht uns halt nicht die Sicht nach links und rechts, wo die Züge da unten durchdüsen. Schade, schade. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Sie arbeiten, also Sie, Urban Games, arbeiten ja sowieso gerade wieder an einem neuen Patch. Da geht es aber primär um Performance-Verbesserungen. Aber vielleicht kommt das ja dann doch auch mal noch dazu, dass man sich hier umblicken kann. Das wäre mir dann glatten Halleluja wert. So, einmal rüber. Jetzt würde ich hier aber nicht mehr weiterfahren. Ich weiß, jetzt denken ein paar, oh, jetzt fahr doch weiter. Wir fahren wieder mal mit dem Bus. Ich wollte mir das eher mal so ansehen, wie das so ist hier mit der Brücke. Aber ja, wenn man halt nicht runter gucken kann, es sieht dann fast besser aus, wenn man hier so guckt, wie die hier rüberfahren. Und das hat sich schon gelohnt, hier diesen kleinen Hügel zu machen, damit die Brücke ein bisschen gerader wirkt und nicht so gebogen ist. Gut, das hätten wir. Jetzt Flugzeuge. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine neue Linie von hier quer rüber. Dann kaufen wir. Wir haben halt noch keine Concorde und es wäre eigentlich schon naheliegend, dass wir hier eine Concorde installieren. Also viel weiter kann man eigentlich nicht mehr fliegen als einmal quer rüber. Wir machen das mal. Ich weiß, das wird auch wieder zu Verlusten führen. Wir verdienen im Moment wahrscheinlich eher kein Geld, würde ich behaupten. Ja, aber das schwankt halt auch. Wir haben hier mal 140 Millionen, dann haben wir 80 Minus. Das hat damit zu tun, dass auch die Fahrzeugersätze dermaßen zuschlagen. Hier 250 Millionen haben wir im Jahr 2300. Oh, wir sind im Jahr 2300. nur für neue Fahrzeuge ausgegeben, also sprich für den Ersatz. Wahrscheinlich, nehme ich mal an. Und dann hat man hier halt so Diskrepanzen. Aber das ist eigentlich egal. Wir haben immer noch so viel Geld. Wir können jetzt auch mal eine Weile spielen, wenn wir hier ein paar Hunderttausender verlieren. Was ich einfach... Oh, jetzt habe ich die anderen da hinten vergessen. Was ich einfach sicher sehen möchte, ist, wenn irgendwo ein Fehler ist, eben wenn Züge stehen. Und das wollte ich jetzt da hinten noch korrigieren. Machen wir gleich. Also das wäre dann im Prinzip... Airline. Wir machen mal Airline wieder. Quer... rüber. Okay, dann heißt mal eine Linie eher ein bisschen komisch. Oh, ne, die nennen wir doch anders, denn, Moment, wenn wir hier ja dann doch eine Concorde kaufen, machen wir das Airline Concorde quer rüber, das lassen wir. So, gut, und dann kaufen wir uns das gute Stück noch. Müsste irgendwo hier unten sein, da haben wir sie ja schon. Kaufen aber nur einmal für den Moment. Wir werden diese Linie wahrscheinlich dann mit anderen Flugzeugen noch verstärken. Da komme ich wieder zur Frage, kann man auf diese Linie auch langsamere Flugzeuge setzen? Überholen die? Die haben ja eigentlich genug Platz in der Luft oder tuckern die dann hintereinander her? Ich weiß es nicht. Wir weisen mal die Linie zu und lassen den mal raus. Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, wisst ihr was? Wir fliegen doch noch schnell mit.
Und dann werden wir in der nächsten Folge gucken, wegen dieser einen Linie da hinten, diese rote. Ich glaube, da stehen irgendwo Züge, deswegen haben wir da über 300 Passagiere. Wow, das ist schon auch ein ordentliches Gerät. Habe ich hier die Dingings nicht abgestellt? Moment, oh nein, dafür das hier. Das ist immer mein Aufnahmeknopf, der stellt hier die Industrie ab. Das ist eigentlich nicht, was ich möchte, sondern ich möchte die Einnahmen und Ausgaben deaktiviert haben, weil ich mir einbilde, dass das auch wieder auf die Performance schlägt, wenn hier die ganzen Zahlen hochschnellen. Wo ist mein Flugzeug? Hier hinten. Haben wir hier Leute? Nein, wäre auch komisch, eben. Geht da die Tür noch auf? Nee, der dreht einfach. Aber jetzt, wow, einmal quer über die Map mit über 1000 km/h. Das gönnen wir uns jetzt tatsächlich noch. Da machen wir gar keine langen Überlegungen mehr. Dann dauert das Video halt 34 statt 30. Ist auch egal, vielleicht dauert es auch 36. Ist im Endeffekt mein Problem, ich muss nur noch rendern. Und eben ihr, wenn ihr findet, das Video ist zu lang, dann drückt Pause oder beendet es und guckt später. Das ist ja dann wirklich relativ einfach. Heutzutage, früher hat man, wenn man den Fernseher abstellen musste, halt verpasst. Was danach kam, das konnte man nicht aufnehmen, nicht stoppen. Heute leben wir eigentlich in einer Zeit, wo das kein Problem mehr ist. Da kann etwas nicht zu lang sein, man kann es ja unterbrechen. So, jetzt einmal anhalten. Einmal anhalten. So, genau. Und, ah, das Geräusch, sehr schön. Und Vollgas und einmal über die Piste und raus. Wäre jetzt noch cool gewesen, wenn hier gar noch ein Zug durchgedüst wäre, aber da unten sind wir auch welche. Ja, das Geräusch ist schon mal sehr nett. Jetzt muss er wohl da bremsen, bis er die richtige Richtung hat, okay. Der wird nie auf seine 1000 kommen, behaupte ich. Nie, never. Also so lang ist die Strecke dann eben doch nicht. Ja, aber ja, wenn man dann da unten guckt, also er hat dann doch eine relativ gesunde Beschleunigung. Also das schaffen wir dann vielleicht doch noch. Ja, das müsste man mal machen auf einer kleineren Map oder auf einer weniger bebauten. Man sieht schon, das ist halt von der Performance her wieder eher nicht so der Killer, ganz klar. Da wird so viel berechnet da unten. Das ist Weißwasser, was wir hier sehen. Ja, 900 hatten wir, glaube ich. Und jetzt muss er wieder runterbremsen, weil er doch schon langsam in den Landeanflug übergeht. Da oben ist noch ein Kollege. Man sieht ihn sogar blinken. Ja, lange Vollgas hat er eh nicht. Also der fängt tatsächlich über Weißwasser an zu bremsen. Und geht dann wahrscheinlich jetzt hier langsam in den Sinkflug über, jawohl. Und dann düsen wir hier über die Autobahn rüber. Und da hinten werden wir dann fröhlich zur Landung ansetzen. Man sieht den Flughafen eh schon. Und eigentlich ist das irgendwie noch cool, mal die Flughäfen so machen, dass sie nicht zu einer Stadt gehören, sondern eben irgendwie einfach irgendwo da sind oder dort sind, wo sie hinpassen, von der Größe her. Und man dann die Städte eigentlich verbindet mit den Flughäfen. Das müsste eigentlich auch funktionieren, rein theoretisch. Schön hier der Zug. Und mit einer stilvollen Kurve geht es Richtung Flughafen da unten. Welche Piste nehmen wir? Ich würde mal sagen, die rechte. Ja, das sieht zwar eher nach der linken aus. Definitiv sogar. Dann haben wir hier wahrscheinlich sogar, ist das so geregelt, dass wir links den Anflug haben und rechts wäre dann der Abflug. Das könnte sogar noch sein. Wäre noch cool. So, der andere geht wieder. Ich weiß nicht, wo der hin muss. Ist eigentlich eh hier hinten, ist ja sonst kein Flughafen. Wo wollte der denn hin? Oder holte? Ach, wisst ihr, was das ist? Das ist ein Frachtflugzeug. Der landet hier. Da links ist ja unser Holzdingens, wo sie die Bretter holen, die Flugzeuge. Genau. So, hier mitten im Zugzeugs drin landen eigentlich. Depot. Da ist eine Brücke, das ist der Dampf vom Zug, genau. Und der hat natürlich eine fette Bremse. Oh, da ist der Hybrid, guck mal links. Der verlässt gerade Norddeich und wir sind hier angekommen. Wir drehen mal noch schnell rein. Schon sehr nett gemacht.
So, dann gucken wir uns den nochmal kurz an. Denn, ja, jetzt sind wir doch ein bisschen über die Zeit. In der nächsten Folge, wie gesagt, gucken wir noch schnell da hinten beim Bahnhof in Kolka, warum da über 300 Leute rumstehen. Danke fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.